in diesem Video. Also wenn ich einmal ein fünfjähriges Kind kidnappe, dann war es gar nicht geschehen. Dann haben wir den Zug wenigstens noch mitgenommen. Ich fange jetzt die ganzen Kinder. Willkommen hier heute zum neuen Update von... werden wir fünfjähriges Kind kidnappen. Fehlerfrei. Alles. Im First Try schaffen. Wenn wir heute nicht jeden Cup 200, 150 gespiegelt und 150 normal sofort auf Anhieb mit Gold und 3 Sternen holen, also die perfekte Wertung abholen, weil der Zomba gesagt hat, ich würde dich ja beim Spiel verkacken, dann, wenn ich das nicht schaffe, werde ich als Bestrafung einen weiteren Donkey Kong Stream machen, wo ich alle Collectibles einsammle. Wäre natürlich jetzt kacke, wenn wir gleich im ersten Rennen verlieren. Haben wir den Zug wenigstens noch mitgenommen. Wäre natürlich jetzt kacke, wenn wir gleich im ersten Rennen verlieren. Ein schönes Türkisblau. Süß ist die Farbe, mit der das was wird. Also wenn ich einmal ein fünfjähriges Kind kidnappe, dann war es gar nicht geschehen. Jetzt haben wir Hellblau als Farbe drin, da geht's ja schon mal besser. Darf ich aus diesem Stream Best of machen? Ich selber habe eigentlich geplant, dass ich da schon selber den Highlight-Video draus schneide. Aber wenn du da nochmal so ein gesondertes Best-of machen willst, wenn ich darauf reacten darf. Ich meine, wäre ziemlich weird, wenn ich auf meinen eigenen Content nicht reacten dürfte, so, aber... Boah, die Aufnahme wird aber sehr, sehr groß. Seid bereit, wartet. Shortcut Time. Oh mein Gott. Ich bin zu weit geflogen. Ja, Junge, ich bin komplett weit abgestürzt, Alter. Ihr seid doch scheiße, seid ihr! Ja, genau, da steht... Ich schlage jetzt nicht auf meinen Stuhl. Wir fahren den Cup jetzt trotzdem mal zu Ende. Habe ich wirklich so gesagt, ihr seid doch scheiße? Ja, ich meinte die Charakter in-game. Und boom, Junge, weggebombt. Oh, Alter, guck dich das an. Uiuiuiuiui.
Ach ja, ich hab 3 Bananen, Alter. Bananen noch, Bananen. Hoppala. Oh. Es tut genau in dem Moment, tut's mich hoch. Genau. Genau. Weg mit dir. Warte. Es sind ein Vulkan reingestürzt. Ich möchte jetzt über solche Themen nicht reden. Ach ja, und dich? Wie bin ich denn hier hingeflogen? Nice. Ja, kann ich schon. Aber wenn die Aufnahme am Ende so 60 GB oder so groß ist, dann dauert das 3 Jahre oder so. Erster Cup. Lief jetzt nicht so pralle. Machen wir gleich mal Bumerang-Cup weiter. Ja, immer positiv denken, aber das kann ich nicht wirklich. Da ist ein Elefant. Oh mein Gott, Digga, da gucke ich auf den Chat und auf einmal bin ich hier in Bangkok, Alter. Das ist doch Bangkok, oder? Hey, den haben wir weggebombt. Ist das eine Freundin oder hast du schon eine? Weder noch. Oh mein Gott. Ja. Was ist denn hier alles los? Alter, Bangkok ist ja... Ist das Bangkok? Ich weiß nicht, das ist Bangkok, oder? Ey, yo, Cam Tendo. Ciao, ciao. Und dir noch viel Spaß auf der Arbeit. Da hat man bestimmt viel Arbeit. viel Spaß. Okay. Oh mein Gott. Hä, war hier nicht im Trailer ein Entwickler? Digga, haben die uns angelogen? Boah, das sieht schon sexy aus. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Ein Bug! Ein Bug! Ich hab einen Bug! Ich hab einen Bug! Bugruß! Wollt mich verarschen? Ihr wollt mich! Es macht so viel Spaß! Saas! Mal gucken, wie Singapur aussieht. Waren wir nicht gerade eben in Singapur oder kickt gerade Demenz rein? Charlie nach der Runde Discord hier, aber dann musst du auch da sein. Bin ich an so einer Ladentheke hängen geblieben von irgendeinem Typ, der dir vergammeltes Sushi angehen möchte, Alter. Egal. Egal. So, Charlie. Jetzt musst du aber auch da sein. Trete ein, Charlie. Charlie? Und der ist nicht mal online. Gut, Charlie. Toll. Okay. Ja, da muss er mir dann in den Chat reinschreiben, wenn er hier mit mir reden möchte. Das ist mir dann auch scheißegal an der Stelle. Okay. Oder? Der ist wirklich nicht online. Gut. Ja. Wir versuchen es mal weiter. Vielleicht holen wir ja diesmal hier. Ihr wisst schon. Lass dein Chat bei Mod los. Na, warte mal. Jetzt kommt bestimmt gleich der Kitsune rein, Zomba. Jetzt sei mal nicht so glücklich hier. Ich hab nicht mal einen Stern geholt. Wegen dieser kompletten, verschissenen Scheiße auf dem Waluigi-Stadion. Ansonsten hätten wir da jetzt hier schon 3 Sterne. Aber wegen dem Bug, Alter, komplett out of existence gebounced.
Was ist geschehen? Was ist geschehen? Egal. Es geht weiter in Bangkok. Komm on, Bangkok. Es geht los. So ist. Mit Brody. Brody. Ich wette mit dir, der hat noch Schule. Na, wenn du bei mir Mod bist, dann darfst du keine Schule mehr haben. Spaß. Sag das. Dann ist hier... Darfst du auch keine Arbeit mehr eigentlich haben. Da wirst du sofort gekündigt, weil du wirst ja eh für den Rest deines Lebens im Modkeller sein. Also von daher ist es eigentlich egal, ob du da Arbeit hast oder so, Schule. Dein Leben besteht dann daraus, den Chat zu moderieren. Sag mal, apropos, warum darfst du jetzt eigentlich schon gehen? Hat er hier deinen Aufpasser hier Freilauf gegeben oder was? Alter. Charlie! Der ist nicht online! Was macht denn der Typ? Ich ruf den jetzt an. So. Er kann da rangehen, wenn er seinen Ruf retten möchte. Wenn er nicht rangeht. So, Charlie. Dann sieht's natürlich schlecht aus mit dir. Er schreibt da 5 Minuten Discord. 10 Minuten später ist er immer noch nicht da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer hat er mich geprankt oder? Der ist doch gar nicht. Der kommt halt auch gar nicht online. Ist ja niemand online! Ich hab. Alter! Ich hab den Discord-Server von mir noch nie so leer gesehen. Bis auf den Zomber und mir sind gerade mal 5 Bots online. Oh, oh Gott, das ist ja schon fast ein bisschen verlassen gerade eben. Na gut. Ist uns jetzt egal. Waluigi. Bitte jetzt ohne Bugs. Boah, perfekt Line, Junge. Perfekt, wir haben eine Linie gezogen. Wie so ein Kackstreifen. Bloß mit Bananen. Wir haben praktisch keinen Kackstreifen gezogen, sondern einen Bananenstreifen gezogen. Also. Das muss man auch erstmal können. Kackstreifen. Das können ja verhältnismäßig viele. Aber so ein Bananenstreifen ist dann schon eher eine Herausforderung. Thank you.
da kann ich dich noch gar nicht. Oder? Nee, da kann ich dich doch schon. Ja, aber in der Zeit hatten wir keinen Kontakt. Warum? Wir haben doch die ganze Zeit Fortnite gestreamt, also ich... Nicht in den Sommerferien. Ja, stimmt, in den Sommerferien war ja... Stimmt. Stimmt, in den Sommerferien kam ja von mir gefühlt nur 5 Streams oder so. Nicht mal. Die alle irgendwie so 3 Stunden. Alter, Yoshi klaut mir mein Item, Junge. Yoshi, hast du gesoffen oder so? Digga, ich bin fucking gelb wie ein Marshmallow. Nee, warte mal. Marshmallow ist ein Wald. Ist mir auch gerade aufgefallen. Oh nein, ich war gegen The Rock. The Rockin' Mario Kart 8 Deluxe. Nice. Nee, wie lange bleibst du heute live? Weiß nicht. Kommt drauf an, bis ich entweder richtig doll Hunger bekomme, weil ich habe ja den Stream gestartet, ohne Mittag zu essen, weil ich habe irgendwie keinen Hunger gehabt. Oder bis ich, naja, keinen Bock mehr auf Mario Kart habe. Ich spiele nämlich gerade eben mit Birdo. Macht gerade ein Birdie beim Golfen. Das war schon wieder so niveaulos und unlustig. Alle Leute im Chat, die nichts von Golfen wissen, den haben die nicht mal verstanden. Das ist eine ganz schlechte Idee. Seine Chance auf einen... Auf einen hohen... Naja, auf einen... Wie will man das sagen? Halt so auszulegen, dass die nicht so viele Leute verstehen. Können. Oh. Oh, man, oh. Das ist eine Form von Hallo. Okay. Guck dir das jetzt an. Ich fahr jetzt Ski. Oh, halt doch das Maul. Zur Seite mit dir, Geringverdiener. Guck dir das jetzt an. Ich mach jetzt Shortcut. Unintended Shortcut, let's go! Digga, warum fliegt man denn da so weit? Oh, Alter, Junge, wie ich hier rumspringe. Wie ein Sprungfisch. Trotzdem nur zweiter. Das ist mir scheißegal, denn da kommt der Blue Shell! Boom, Junge! Da bin ich Erster. Oh, wird sogar richtig getimt mit dem Stunt und der Explosion. Guck dir das an, Alter. Ich hab gefailt! Das ist egal! Real! Telemedial! Okay. Oh nein, ich habe heute irgendwie einen Stoff oder so interessiert. Das fühlt sich zumindest so an. Ja. Aber eigentlich bin ich gegen Drogen. Das war gerade übrigens auch ein Joke. Nicht, dass jetzt ja irgendjemand hier eine Staatsanwaltschaft oder so losschickt. Ja, man hat Drogen genommen. Guck jetzt an. Oh mein Gott. Das war gut. Gut. Das war eine gute Ausführung. Ich hab geschrieben, dass du Drogen genommen hast. Hast du das geschrieben? Hast du das geschrieben, dass ich Drogen genommen hab? Du hast mir doch vorhin geschrieben, dass du Drogen nimmst. Hä, wo? Wieso lügst du jetzt? Ach, Digga, Alter, ihr wollt heute wirklich jeden verarschen. Zuerst schreibt der eine, oh, ich nehme Schwimmunterricht. Dann sagt der andere, oh, Püdo hat mir geschrieben, der nimmt Drogen. Alter, was kommt denn als nächstes, Junge? Jetzt kommt gleich noch, dass ich irgendjemanden geschrieben habe, ich habe einen Bombengürtel bei mir und ich tu gleich das Haus neben mir hochjagen oder was. Hast du eigentlich einen Bombengürtel bei dir?